Hey Leute, willkommen zurück zu The Evil Within 2. Ich habe mich dazu entschieden, noch einmal zurückzugehen und Sachen aufzusammeln, die ich noch nicht gefunden habe, weil ich habe sehr viele Hinweise bekommen, wo noch was liegen könnte, und das holen wir uns jetzt mal gemeinsam. Also ich habe das jetzt zusammengeschnitten und so nach ein paar Minuten geht es dann wirklich weiter live, wie ich das spiele und nicht nachkommentiere. Ja, ich wollte nochmal zeigen, was für eine mächtige Waffe Stealth einfach ist und wie leicht man sich hier auch verdrücken kann, obwohl man gar nicht den Wagen hochklettern will, macht man es dann. Ist ein bisschen blöd. Aber die Gegner sind eigentlich ziemlich dämlich, zumindest die Standardgegner. Die kann man total leicht verarschen, guck mal. Einfach ein bisschen rumschleichen, das ist jetzt etwas vorgespult, also nicht wundern, ich mache das öfter mal. Zack. Und da ist sie down. So. Und das kann man jetzt mit allen anderen machen. Man läuft kurz ein bisschen weg vor denen. Manchmal klappt es halt auch nicht mit der Ecke, wie gesagt. Ist leider ein bisschen flimschig. Ja, auch wenn man gepasst wird. Dann hat man auch die Flasche. Bam. Oder die Bodenexekution. Das geht auch, wenn sie geschwächt sind. Cool, ne? Und da liegen überall jetzt auch einmal Leichen rum. Die habe ich mir alle jetzt mal so reanimiert mit einem Messerstich. Zack. Und durch den Skill, dass ich lautlos schleichen kann, kann ich sogar ein Stückchen rennen, ohne dass die das mitkriegen. Ziemlich nett. Ja, jetzt nochmal so ein Zeitraffer. Das ist echt total lustig. Da, zack. Die müssen einen nur kurz aus der Sicht verlieren, dann rennen sie noch ein Stückchen nach und dann auf einmal wissen sie nicht mehr, wo du bist. So, und jetzt finden wir hier einen Schlüssel. Den habt ihr mir gesagt. Ne, den habt ihr mir nicht gesagt. Genau. Einen anderen habt ihr mir mit Timecode gesagt im Video. Zack, einen Schlüssel haben wir doch. Wunderbar. Ja, und das Scharfschützengewehr ist auch ziemlich nützliches Tool, sehen wir bald. Da, guck, zack. Einfach mal diese LKW-Orgie habe ich hier mal aufgelöst. Ah, das ging jetzt auch nicht so ganz. Nein, seht ihr, das war nicht. Man will die abstechen und dann klettert man aus Versehen den Wagen hoch. Na, ja, da ist er. Oh, auch nicht so toll. Papp, papp, papp. Also im Vorlaufen sieht das total lächerlich aus. Bam. Aber wie gesagt, ich habe gedacht, ich spiele das jetzt einfach mal vor, weil damit hätte ich jetzt den ganzen Part füllen können. Das waren jetzt locker mal ja, eine halbe, dreiviertel Stunde, die ich noch abgesucht habe. Zack. Aber wie gesagt, ich wollte, dass ihr es mal seht. Ja, ein bisschen Scharfschützen-Action. Ja, Kopf weg. Keiner braucht den Scheiß. Also die nicht mehr. Der auch nicht. Und die hatte noch einen Molly in der Hand. Ich habe jetzt keine härteren Gegner getroffen. Also noch so ein paar, aber nicht die ganz harten anscheinend, weil diese rauchigen Skelette da, die so groß zusammengezimmert sind, das soll mit einer der schlimmsten Gegner im Spiel sein, habe ich jetzt mal gelesen. Aber so schlimm fand ich die gar nicht. Wenn man sich da in den Büschen versteckt, habt ihr gesehen, wie ich das einmal gemacht habe, dann ist das total Pillepalle. Und jetzt habe ich aber auch leider keine Schuss mehr gleich für das Sniper. Das ist so ein Problem. Das ist recht mächtig als Waffe. Aber man braucht es A in den wenigsten Fällen und B hat man sowieso nicht viel Munition dafür. Kostet auch eine Menge Pulver, das Zeug. Schnips. So, einfach mal ausgeschaltet. Und weil die eine Axt hatte, habe ich gleich die Axt benutzt. Und die hängen jetzt auch überall rum. Das sind total widerliche Viecher. Da, der hängt einfach mal an der Decke, dieser Ekel. Ekelmann. Ah. Ja, das war, ich sagte, wir haben jetzt keine Munition mehr hierfür. Aber die sind auch ziemlich blöd, nur kann man die leider nicht backstabben. Ich hab's probiert. Also da kann man so nah ranschleichen, wie man will. Die sterben einfach nicht durch Backstabs. Finde ich leider etwas dämlich. Aber gut, muss man ja nicht alles backstabben können. Wäre schon ziemlich krass, wenn das ginge. Na? Wo kommst du? Ich weiß nicht, ob das so viel ausmachen würde, wenn ich jetzt irgendwelche Waffen noch skille. Oder ist er down? Wie die das. Ja, wie die das Maul aufreißen. Richtig krass. So, und jetzt gibt's noch was richtig Geiles. Das habe ich echt nur durch Zufall gefunden. Und zwar hier auf den Schrottplatz. Auf den Auto, nee, auf den Autoabstellplatz, auf dieses LKW-Depot.
Da kann man nämlich noch was richtig Geiles finden. Was einem total weiterhilft, finde ich ja persönlich, wenn man nicht so gut zielen kann vielleicht. Ich brauche das dringender als du, Kumpel. Also nicht so ein Arschgesicht hier, sondern seht ihr gleich. Ich find's richtig praktisch. Das hatte man nämlich auch schon in Resident Evil 4 sowas. So als Zielhilfe, weil nicht jeder hat's halt leicht über... Ja, über sowas zu zielen wie so ein Fadenkreuz in einem Third-Person-Spiel. Nicht mal in einem First-Person ist es sehr leicht, finde ich. Ja, den wollte ich jetzt unbedingt Stealth killen, deswegen eier ich da so ein bisschen rum. Ich dachte mir noch, für den verschwende ich doch jetzt keine Munition, den Sack da. Na? Und Peng. Jetzt seht ihr mal, was wir Schönes hier finden. Das ist richtig, richtig geil. Eine Pistole mit Laserpointer. Die muss ich jetzt nur erstmal auswählen. Ja, zack. Das ist total gut, Mann. Jetzt kann man damit viel besser zielen, finde ich, ja. Und zu guter Letzt noch eine Figur. Die wir da mit dem Haus hier, das rote Haus, als es hochgeht zum Rasthof. Ja, und dann gucke ich hier ein bisschen die Waffen durch. Zack, zack, zack. Das zeige ich halt noch schnell, wie ich da ein bisschen was zusammenschustere. Zum Beispiel hier den Rauch. Für die Rauchgranaten, für die Rauchbolzen besser gesagt. Die sind super praktisch, dann kann ich in dieser Rauchwolke nämlich noch Gegner backstabben. Das ist super geil. Dann mache ich mir noch ein bisschen Munition so, von dem, was man braucht. Also alles so ein bisschen. Und dann muss man erstmal die Pistole auch da hinlegen, wo man sie braucht. Genau, in die Schnellleiste. Ich glaube jetzt auch, die machen so keinen Unterschied von dem Schaden und so weiter. Und dann sind wir auch fertig hier. Und dann geht es wieder zurück, dort wo es weitergeht, nämlich ans Rathaus. Da wird es sehr interessant jetzt bald. Aber das seht ihr jetzt im Part. Das war jetzt meine Ausnahme übrigens mit dem Vorspulen, beziehungsweise noch das Zeigen, was ich alles gesammelt habe. In Zukunft werde ich einfach nur noch live spielen. Wenn ich was vergesse, dann ist das halt so. Oder ich gehe halt wirklich zurück und hol's. Gut, und dann wieder hier. Das habe ich noch gemacht. Wollte ich euch nochmal zeigen. Auch die Schießstände habe ich alle geschafft, dass ihr nochmal seht. Hier das ganze Gelee habe ich. Den ganzen Hirnschmalz. Und ich habe... leider hier nicht die 80.000, geschweige denn die 100.000 Punkte geschafft. Das ist nämlich ganz schön schwer beim Kettenangriffsmodus. Jawohl. Aber nicht, dass ihr denkt, das kommt jetzt jedes Mal. Nein, nein, das war nur im letzten Part, dass ich nochmal zusammenfassend zeigen wollte, was ich noch gemacht habe. Ich weiß auch nicht, ob ich das drin lassen werde, weil ich habe da ewig am Tisch rumgesessen, am Waffentisch. Ich habe hier noch ein bisschen die Feuerkraft. Hier habe ich auch nicht viel mehr gemacht. Das Upgraden. Steht übrigens Stufe 1 bei den Waffen. Das... ganz interessant. Wahrscheinlich habe ich da noch nicht genug Upgrades rein. Und deswegen ist es noch Stufe 1. Und hier habe ich die Rauchbolzen so weit, dass ich im Rauch Stealth Kills machen kann. Was ziemlich geil ist eigentlich. Na gut, aber das will ich jetzt auch nicht zu lang halten hier alles. Ne, warte mal. Brauche ich noch überlebenswichtige Munition, ist die Frage. Ich habe keine Pistolenmunition, ist aber auch nicht so schlimm. Rauchbolzen. Habe ich 4. Soll ich mir ein bisschen... Ne, muss ich eigentlich nicht. Ich habe halt echt nicht mehr viel. Ich habe noch 9 Pulver. Mal gucken. Ich habe auch noch so ein paar Schlüssel gesammelt. Und 35.000 Hirnschmalz habe ich. Yes. Das ist schon geil irgendwie. Au. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. Das sagst du jetzt so. Okay. Ich habe 5 Schlüssel. Alter. 5 Schlüssel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 150 Waffenteile. Moin. 30 Pulver. What? Schrot. Jawoll. Blitzen. Ach, schade. Komm, gib Papa noch irgendwas Hilfreiches hier.
Na gut, Armbrustbolzen. Naja gut, also es hat sich im Großen und Ganzen aber sehr gelohnt, jetzt hier das Absuchen nochmal. Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Aber sie können sich nicht ewig verstecken. Nee, ne? Vielleicht sollten sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Das wäre vielleicht ganz geil, ne? Spezialfähigkeit, mit der du dich Gegnern schnell nähern kannst, um einen Schleichangriff auszuführen. Mit RB Angriff starten, beenden, wenn das rote Symbol erscheint. Okay. Ah, alles klar. Dann kann ich ihn ansprinten. Schlägt der Angriff fehl? Ja, der Angriff schlägt fehl, wenn der Gegner dich während des Sprints bemerkt. Also solltest du möglichst hinter ihn, also von hinten angreifen. Ja, wie denn sonst? Stealth-Angriff von vorne. Das hier finde ich im Allgemeinen total unnütz, weil regeneriert mehr Gesundheit. Ja, toll, aber auch hier regeneriert mehr Gesundheit bei der Heilung vor dem Tod. Das ist auch Quatsch. Im Endeffekt komme ich sowieso immer wieder ganz schnell zurück in den Safe Room. Auch hier Ausdaueranzeige beschleunigt. Das ist vielleicht ganz praktisch, die Regeneration. Hier, das ist ganz nützlich. Chance, einem Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte. Das ist cool. Das hat 10.000, 30%. Na gut, 20% sind keine 30, aber für mich reicht's, glaube ich. Das hier ist eventuell... Nee, Quatsch, das hier meine ich. Gesundheit muss ich natürlich auch weiter skillen. Wenn ein Angriff dir so viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Menge Gesundheit am Leben. Okay. Das ist doch im Prinzip dasselbe wie das hier, oder? Wenn ein Angriff dir so viel Schaden... Ja, ich meine, ist doch Quatsch. Erhöht deine Schmerztoleranz, sodass du Angriffe überleben kannst, die andernfalls mehr als genug Schaden verursachen, dich zu töten. Das ist ja hier auch so. Ja, nehme ich das auch mal. Da habe ich so eine Art zweiten Atem, bevor ich dann drauf gehe. Und natürlich List möchte ich, glaube ich, gerne noch. Ich weiß nicht, ob der Skill so gut ist, dass es sich lohnt, es zu nehmen. Oder mal gucken bei Kampf. Nahkampf verursacht mehr Schaden. Das wäre vielleicht auch ganz nützlich. Rückstoß ist irgendwie auch nicht so wichtig. 75.000! WTF? Braucht Ausdauer. 75.000! Nee, die kann ich mir jetzt erstmal nicht leisten. Wir holen uns List. Ihr wisst ja, Stealth ist so meins und das letzte rote Gelee leider. Zack! Raubtier, geil. Ich bin voll auf Stealth. Full Stealth, Junge. Immer noch das hier vielleicht? Nee. 110% ist ja... Ist eigentlich Quatsch. Maximale Lebensanzeige. Nee, Kinder, alles doof. Alles doof. Die Regeneration der Ausdauer, die werde ich 12.000. Okay, vergesst das mal. Okay. Nee, aber alles in allem bin ich ganz zufrieden, wie ich skille. Ich habe echt noch keine Probleme gehabt bisher. Großartig. Also seit ich jetzt ausgefunden habe, dass man mit Stealth so viel mehr reißen kann. Okay. Machen wir weiter. Leider, leider weiß ich schon, was kommt. Ihr wisst es allerdings nicht, sofern ihr nicht mein Preview-Video gesehen habt zu Evil Within 2. Deswegen sage ich jetzt mal nichts dazu. Lasst euch überraschen. Und seid gespannt, denn es ist total krass und... Boah, furchtbar. Ich finde es ein bisschen furchtbar. Nix. Was habe ich denn hier alles? Schöne Scheiße, ich habe echt nicht so viel, wie ich gerne hätte. An Kram. Wow. Ei. Direkt einen Schlüssel abgesnatcht. Das Rathaus. Ja. Ich muss den Kerl stoppen und Lilly retten. Wollte ich gerade sagen, aber erst gehen wir noch mal im Müll wühlen, weil es so schön ist. Und eine Axt finden wir. Geil. Das ist immer schön. Ich finde, man müsste skillen können, dass die mehr als einen Schlag aushält. Das wäre ziemlich praktisch. Er ist es. Und ja, ich weiß natürlich, wie er heißt, Leute. Das wurde auch schon gesagt. Aber ich will doch nicht spoilern jetzt unnötig. Was zur Hölle ist das? Kapitel 5. Auf der Lauer.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleines. Ob ich bereit bin oder nicht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Veritas, die Wahrheit. Ja, das ist ein Shutter sozusagen. Also wie sagt man auf Deutsch? Also ja, so ein Shutter von einem Fotoapparat. Da steht Veritas drauf, die Wahrheit. Aber das macht doch keinen Sinn. Das wäre der Typ die Wahrheit. Oh? Oh? Interessant. Wieder so ein schöner Tag. Wieder so ein schöner Tag. Ah, ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal bewölkt oder zu kalt war. Es fühlt sich immer richtig an. Ich habe wirklich Glück, dass ich in Union lebe. Bin nie woanders gewesen. Will ich auch nicht. Ich will hier sterben. Ah, riechen Sie das? Wie im Frühling. Die Blumen, die hier gepflanzt wurden, sind wirklich wunderschön, oder? Es sei dir vergönnt, dass du hier stirbst, glaube ich. Beziehungsweise ist er ja schon tot. Ah. Hier ist halt echt nur diese kleine Insel mit dem Rathaus. Der Rest ist komplett weggebrochen. Und da gibt's Zeug. Die ganze Zeit diese Musik. Ein Rauchbolzen. Oh ja, wie gesagt, ich weiß schon, was kommt. Ich will es nicht verraten. Aber ihr werdet schon sehen gleich. Es wird auf jeden Fall noch diesen Part happenen. Boah, das ist so widerlich, diese Beine. Oder was auch immer. Der Kerl hier, der ist das ist der Grund allen Übels, glaube ich, wirklich langsam. Oh, da ist noch was. Eine Medizintasche. Sehr schön, aber die habe ich noch, glaube ich, ja. Leider. Ja, weil man manchmal auch denkt, das blinkt so an den Transportern oder sowas. Das ist... Da ist kein Gegenstand drin, Leute. Das ist wirklich nur die Scheibe, die das Licht reflektiert. Ach, da ist er ja. Normalerweise kann ich die aber nicht mitnehmen, leider. Ach nein! Die Nylon-Tasche wird verwendet, um zusätzliche Spritzen mitzuführen. Ja! Ja, das ist ja geil. Ich dachte jetzt, da ist nur so eine Medizintasche halt drin. Sowas hier. Das ist so ein Koffer, ne? Das ist ja geil. Du bist draufgestiegen. Ja, was versteckt? Boah. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und wenn, dann ist es auch nicht so wichtig. Genug jetzt rumgestromt hat, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Oh. Oh, diese ekelhaften Ranken. Jetzt erfahren wir auch gleich, warum sie die ganzen Leichen hierher schaffen. Es ist so. Oh, widerlich. Ja, warte nur, du Arschloch. Der Kerl, der Lilly entführt hat. Es muss vor dem Lagerhaus aufgenommen worden sein. Ich warte auf dich. Er scheint mich also zu erwarten. Ach, Sebastian, wie kommst du denn darauf? Er läuft uns schon die ganze Zeit vor der Nase rum. Der muss doch wissen, dass wir hier sind. Das ist große Biberkacke, Leute. Ganz große Biberkacke gerade. Die Frau mit dem Sägeblatt. Hau doch mal ab jetzt. Die ist auch so schnell, das Vieh. Oh nein. Oh. Weg hier, weg hier, weg hier.
Gib Muni. Was? Wie ist er so schnell hier reingekommen? Platz doch mal. Oh Gott. Oh was, sie trifft mich durch den Zaun. Du Miststück. Du blödes Miststück. Jetzt legt sie sich da durch, die Alte. Machst du Spaß, ne? Immer. Brennen macht auch Spaß. Findest du auch, ne? Oh nein. Wurzeln aber auch. Oh, fuck, fuck, fuck. Willst du nochmal brennen? Das brennt halt nochmal. Oh nein! Was hab ich da gemacht? Komm, du Mistzippe. Hab noch mehr für dich. Jetzt will ich die ganzen Kisten lassen. Die wollte ich später selbst kaputt machen. Volle Sau. Oh. Keine Köpfe, kein Lachen mehr. Ekelhaft. Guck mal, wie die ganzen Glieder aneinander. Ah. Okay, ich muss dazu sagen, ich kannte das Vieh schon aus dem Preview-Dings, wie gesagt, als ihr es bei mir gesehen habt. Aber es ist trotzdem noch ein furchterregender Gegner. Absolut, alter Schwede. Oh, was hier alles Schönes rumliegt. Ich glaube, so ein kleines Spritzchen kann ich mir jetzt schon mal gönnen. Hm. Dass hier halt einfach mal alles so hindrapiert wurde. Mit diesem Schwein. Oh, hier hinten wäre noch ganz viel. Ah. Interessant. Vielleicht sollte ich mal lieber nicht auf die Tonnen drauf kloppen. Weiß gar nicht, kann ich die da nicht auch zum Brennen bringen, indem ich da drauf schlage? So ein Funken könnte ja schon reichen. Ich meine. Hä? Kann da nicht rauf? Aber da hinten ist doch noch Zeug. Na egal, hier hätte ich sie noch ein bisschen anfackeln können, die Alte. Ihr wollt gar nicht wissen, wie ich mich die ersten Male gegen die angestellt habe hier. Also ich habe es ja auch damals ja auch angespielt auf Albtraum und das war schon ganz schön krass. Die hat also ganz fiese Eigenschaften, da haut sie eigentlich nur zu und man kommt nicht mehr weg. Man ist da in so einem Staccato gefangen quasi, weil dann raged sie einfach nur noch und dann bist du erledigt. Man nicht raus. Oder wäre noch mal was gewesen. Gut. Kann er nicht rüber? Oh, das ist ja mies. Bin ich hier gefangen gewesen. Obwohl. Ja. Noch mal so ein abgesperrtes Ding. Noch was? Nee, ne? Hier ist gar nichts. Oh doch. Ein exklusiver Explosivbolzen. Sehr gut. Ich habe ja exklusiv gesagt, deswegen. Fand ich es gerade lustig. So. Kisten kaputt kloppen, das mache ich so gerne. Und sie nimmt mir den Spaß, die ekelhafte. Genau. Wir machen das gerne, Sebastian, ne? Bastian. Ist doch alle Kisten zerprügelt. Ich hoff's. Was auch noch krass wäre, wenn sie sich während des Kampfs einfach mal regeneriert, weil sie dann so Körperteile aufsammelt. Bah. Das wäre dann noch extrem ekelhaft gewesen. Hätte sie das gemacht. Guck mal, da ist noch so viel Kram hier und ich komme hier nicht ran. Oh, aber das kann ich aufsammeln. Ha! Ich wollte gerade sagen, Mensch, du hast doch keine Pfannkuchenhände. Außer locker du, ey. Warte mal. Ach, schade. Ich dachte, da kann ich jetzt... Exploren wird wohl nicht so belohnt, ne?
Also gut. So, Leute. Es wird jetzt ein bisschen kürzer, der Part. Weil ich suche noch ein bisschen hier ab und das mache ich dann aber nächstes Mal. Habe ich jetzt ein Autosave drin oder nicht? Geht. Trotzdem wäre es cool, wenn ihr mich weiter unterstützt mit Likes und Kommentaren, liebe Leute. Ich freue mich jedes Mal von euch zu lesen und mitzukriegen, wie ihr das abfeiert. Wir sehen uns wieder zu The Evil Within Teil 2 beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.